Hallo bei telekom.tarife-angebote.de. Wir zeigen Ihnen nun die Inbetriebnahme und Einrichtung des Speedport Hybrid Routers an einem Magenta Zuhause Hybrid Anschluss. Der erste Schritt für die Inbetriebnahme ist das Einsetzen der SIM-Karte. Der SIM-Karten-Slot befindet sich an der Unterseite des Speedport Hybrid Routers, ist auch durch dieses nette kleine Schildchen gekennzeichnet. Und wenn ich diese Klappe öffne, dann habe ich hier den Einschub für eine Micro-SIM-Karte. In meinen Vertragsunterlagen befindet sich ein solch großer SIM-Kartenträger und dort muss ich die kleinste der Varianten herausbrechen. Also in der Größe wäre das noch eine sogenannte Mini-SIM. Gibt noch einige ältere Handys, die so etwas benutzen, aber wir benötigen für den Speedport Hybrid die Micro-SIM. Da müssen wir etwas vorsichtig hebeln, um den Chip nicht zu beschädigen. Die Micro-SIM und die lege ich nun hier unten ein. Es gibt dort eine kleine Markierung, die mir anzeigt, wie ich das einlegen muss, nämlich mit dieser abgeschrägten Ecke und dem Chip nach unten. Und zwar so, bis ich ein kleines Klickgeräusch höre. Jetzt ist die SIM-Karte eingerastet. Dann kann ich diese Klappe verschließen. Und dann komme ich schon zum nächsten Schritt. Das Ganze, diese Schritt-für-Schritt-Anleitung befindet sich auch im Lieferumfang. Also auch für Kunden, die nicht so technisch versiert sind, ist das alles Schritt für Schritt beschrieben, wie sie den Router in Betrieb nehmen. Das ist das Netzteil, das schließen wir dann gleich an. Und zwar hier auf der Rückseite, dort wo Power steht, wird das eingesteckt und hier bei DSL in dieser grauen Buchse, da muss ich das DSL-Kabel einstecken und das ist eine Besonderheit bei den IP-Anschlüssen, die ja aktuell verwendet werden. Sie benötigen keinen Splitter mehr, Sie dürfen, auch wenn Sie von einem bestehenden Anschluss wechseln, den Splitter nicht weiterverwenden. Ich zeige hier auch zum Vergleich einfach mal die alte Installation, also so sah das früher aus. An die Telefondose wurde eben dieser Stecker angesteckt. Da folgte der Splitter. Bei einem ISDN-Anschluss hat man dann an den Splitter noch den NTBA fürs ISDN angeschlossen. Und hier unten am Splitter gab es dann eben auch eine Buchse DSL und die wurde dann wiederum mit dem Router verbunden. Und dieser Schritt entfällt jetzt quasi. Man steckt eben das DSL-Kabel, was auch einen solchen Stecker hat, direkt an der Telefondose an, ohne Splitter. Das haben wir im Nachbarraum schon getan. Und das ist eben das Gegenstück dazu. Dieses Kabel wird eben hier in diese DSL-Buchse eingesteckt. Und wie schon erwähnt, wechseln wir hier von einem Universal, also ISDN-Anschluss auf einen IP-Anschluss. Und um ISDN-Endgeräte wie beispielsweise eine Telefonanlage am Speedport Hybrid weiterverwenden zu können, benötigen wir noch den Speedport ISDN-Adapter, dessen Einrichtung wir dann zu einem späteren Zeitpunkt noch zeigen werden. So. Jetzt verbinde ich den Router mit dem Strom. Dann sollten wir auf der Vorderseite, genau, als erstes beginnt die Power-LED zu leuchten und das Gerät richtet sich nun
ein verbindet sich sowohl mit dem DSL, es geht noch nicht online, es wird einfach erstmal die Anschlussverbindung hergestellt und es versucht auch über die SIM-Karte sich mit dem LTE zu verbinden. Das Ganze, bis eben die DSL-Verbindung steht, der Sync mit der Vermittlungsstelle abgeschlossen ist, kann bis zu 10 Minuten dauern. Und hier unten wird gerade auch schon angezeigt, dass es auch schon versucht, ein Telefon zu suchen, also ob ich ein Decktelefon anmelden möchte, aber das machen wir alles zu einem späteren Zeitpunkt. Erst wenn diese DSL-Leuchte, die jetzt blinkt, dauerhaft leuchtet, dann ist die Einrichtung abgeschlossen. Das kann bis zu 10 Minuten dauern. Und auch hier unten gibt es dann noch eine Anzeige, die wir jetzt noch nicht sehen können. Da müsste "Bitte warten" stehen unter der Telefonie. Und erst wenn die aus ist, dann, genau, jetzt fängt sie an zu leuchten. Bitte warten. Erst wenn diese Information aufhört, dann geben wir weiter mit den nächsten Schritten, nämlich mit der Verbindung des Computers. Aber wir sehen beispielsweise hier schon einen optimalen LTE-Empfang. Also an diesem Standort hat der Router eine volle LTE-Verbindung. Die DSL-Verbindung scheint auch schon hergestellt zu sein und die Online-Verbindung. Aber noch richtet sich das Gerät ein und weist mich darauf hin, ich soll noch warten. So, der Hinweis "Bitte warten" ist nun erloschen. Das heißt, ich kann jetzt mit der Installation und Einrichtung fortfahren. Sollten hier nicht alle Balken angezeigt werden, das ist eine Empfangsstärke-Anzeige, dann sollten Sie versuchen, einen besseren Aufstellort für Ihren Speedport-Hybrid-Router zu finden. Das DSL-Kabel ist ja 10 Meter lang und mit einem Verlängerungskabel für das Netzteil können Sie ja möglicherweise in Ihrer Wohnung ein bisschen herumlaufen und schauen, ob Sie den Router an irgendeine Wand oder in der Nähe eines Fensters positionieren können und dann mehr Balken angezeigt werden. Also versuchen Sie, den optimalen Standort für den Router zu finden, um optimalen LTE-Empfang zu haben. Und sollte diese DSL-Leuchte nicht anfangen zu blinken und eben dieser Einrichteprozess nicht beginnen, dann überprüfen Sie auch die Verkabelung, insbesondere wenn Sie von einem bestehenden Anschluss wechseln. Denken Sie daran, Sie dürfen nicht den bisherigen DSL-Splitter weiterverwenden, sondern den müssen Sie abbauen. Daran kann das ansonsten scheitern. Aktuell leuchtet nur noch die Powerleuchte und die DSL-Leuchte beginnt wieder zu blinken. Das heißt, nach Abschluss der Ersteinrichtung hat der Router sich eine aktuelle Firmware runtergeladen und beginnt nun wieder die Verbindung zum DSL-Netz und gleich dann auch zum LTE-Netz wiederherzustellen. Und dann kann ich mit der Einrichtung meines Computers fortfahren. So, jetzt ist schon wieder die LTE-Verbindung aufgebaut. Das WLAN ist aktiviert. Ich könnte mich also auch mit dem WLAN-Schlüssel, der sich auf der Unterseite des Gerätes befindet, per Funk einloggen. Oder ich verbinde meinen Computer über das mitgelieferte Netzwerkkabel. Dieses schließe ich an eine der LAN-Schnittstellen auf der Rückseite an und verbinde dieses Kabel mit meinem Computer und gebe hier im Browser speedport.ip ein. Das ist die Adresse der Konfigurationsoberfläche des Speedport-Routers. Hier sehe ich den Einrichtungsassistenten. Dieser fragt mich als erstes nach dem Gerätepasswort meines Routers. Dieses Passwort ist auf dem Fuß des Speedport Hybrid aufgedruckt und zusätzlich befindet sich dies nochmal in diesem Briefchen, was ich mir hier herausnehme und gebe jetzt das Gerätepasswort ein. Sage hier Login. Dann werde ich nach der Zugangsnummer und meinem persönlichen Kennwort gefragt. Das sind die Zugangsdaten, die Sie eben auch entweder als Brief geschickt bekommen oder wenn Sie von einem vorhandenen Anschluss wechseln, dann sind das Ihre bisherigen Zugangsdaten, die Sie einfach weiterverwenden. Die gebe ich nun auch ein. So, ich drücke jetzt hier auf
weiter, nachdem ich die Zugangsnummer und das Kennwort eingegeben habe. Gegebenenfalls durchläuft das Gerät einen automatischen Einrichtungsprozess. In meinem Fall erhielt ich eine Fehlermeldung, dass der automatische Einrichtungsprozess zurzeit nicht zur Verfügung steht. Da musste ich zusätzlich zu meiner Benutzerkennung auch noch die Anschlusskennung eingeben und muss jetzt alle Daten, auch die Rufnummern des Anschlusses, manuell erfassen. So, ich habe jetzt die Rufnummern eingegeben und auf Weiter gedrückt. Und jetzt zeigt mir das Gerät an, Internet und Telefonie sind eingerichtet und die nächsten Schritte führen mich dann eben durch die Einrichtung beispielsweise des WLANs. Ich kann an dieser Stelle den WLAN-Schlüssel vom Auslieferungszustand auf einen eigenen Schlüssel ändern oder auch das WLAN ausschalten. Die Telefonnummern des Anschlusses hatte ich hier manuell eingegeben. Wenn sie automatisch vom System bezogen wurden, muss ich jetzt noch entscheiden, welches angeschlossene Telefon auf welche Nummer reagieren soll. Wenn ich das nicht tue, würden einfach alle Telefone auf alle Nummern klingeln. Ich habe hier unten in diesem Schritt zwei Buttons, einmal Telefon verbinden, um beispielsweise ein schnurloses Speedphone anzumelden. Oder wenn ich beispielsweise ein analoges Telefon angeschlossen habe, kann ich hier über Telefonnummern zuordnen, sagen, welcher der analogen Telefonports auf der Rückseite, auf welche der Anschlussrufnummern reagieren soll. Gehe dann hier auf den nächsten Schritt. Hier wird nun die LTE-Empfangsstärke angezeigt. Wie auch hier auf der Vorderseite zu sehen, vier Balken, also noch nicht ganz optimal, wobei wir vorhin bei der Erstinstallation sogar volle Balken hatten. Also das kann schon im Bereich von wenigen Zentimetern sich bewegen, um den Empfang zu verbessern. Aber grundsätzlich ist der hier schon mal ganz gut. Es gibt hier auch noch einen Infolink, wo ich Informationen erhalte, wie ich die Empfangsstärke verbessern kann. Gehe aber hier weiter in der Einrichtung und werde darüber informiert, dass die Einrichtung des Speedport Hybrid an dieser Stelle abgeschlossen ist. Nachdem ich im letzten Schritt auf Fertigstellen gedrückt habe, komme ich auf eine solche Übersichtsseite, wo noch einmal alle Komponenten Internet, Telefonie, WLAN angezeigt werden mit dem entsprechenden Betriebsstatus. Und auf der Vorderseite des Speedport Hybrid sehe ich nun auch die Telefonie-LED, die mir anzeigt, dass die Telefonie eingerichtet ist und ich nun auch Telefone am Speedport-Hybrid-Router betreiben könnte. Ja, dies ist ein kurzer Eindruck, wie einfach die Installation des Telekom Speedport-Hybrid-Routers für die Magenta Zuhause-Hybrid-Produkte funktioniert. Nach der Einrichtung des Speedport-Hybrid-Routers möchten wir ihn jetzt natürlich einen Praxistest unterziehen. Wie schon erwähnt, haben wir an diesem Standort nur eine Versorgung mit DSL 2000, also einen recht langsamen Zugang, also optimal für Magenta Zuhause Hybrid. Und welche Geschwindigkeit nun erreicht wird, überprüfen wir mit unserem Speedtest. Und ich sehe, dass die Verbindung auf über 40 Mbit ansteigt. Das heißt, Test insoweit bestanden. Wenn ich den Router möglicherweise in der Nähe eines Fensters positioniere oder eine Außenantenne verwende, sind möglicherweise noch höhere Bandbreiten möglich, aber es zeigt zumindest, grundsätzlich funktioniert das System hervorragend. Es ist ein Vielfaches der Bandbreite, die ich ansonsten mit reinem DSL hier erreichen würde. Und noch extremer ist der Unterschied natürlich im Upstream. Bei meinem 2000er DSL-Anschluss hätte ich nur ein halbes Mbit Upstream und hier habe ich über 28 Mbit im Upstream dank dieses Speedport-Hybrid-Routers und dem LTE-Datenturbo.